Wenn Sie die Aufgabe durchlesen, sehen Sie, wir haben zwei interessante Angaben. Einmal die Wahrscheinlichkeit gegeben. Es geht um 30%, also 30% der Gummibärchen sollen rot sein. Und es ist uns gegeben, wie viele Gummibärchen entnommen werden. Es werden 50 Gummibärchen entnommen. Wir haben also die beiden wichtigen Daten, die wir uns aufschreiben. Wir wissen also, n ist 50 und p, die Wahrscheinlichkeit, sind 30%. Der Rest, ob es Gummibärchen sind und ob die Maschinen jetzt immer noch gut justiert sind oder nicht, interessiert eigentlich niemanden. Ebenso beim Hypothesentest, die einzig wichtige Rechnung, die wir machen werden, ist, wir werden den Annahmebereich bestimmen und den Ablehnungsbereich. Annahmebereich kennen Sie eventuell auch unter dem Begriff Konfidenzintervall oder Vertrauensintervall. Alles andere ist eigentlich Rumgelaber. Bis auf die 10, der 10 machen wir auch nochmal eine kleine Rechnung. Also, legen wir los. Wie beginnen wir? Wir beginnen anders. Wir beginnen mit einer Skizze. Wir gucken uns die A und die B und die C noch gar nicht an. Die Fragen schauen wir uns nicht an. Wir beginnen mit der Skizze, sagen, jede Verteilung sieht so aus. Gaußsche Glockenkurve. Eigentlich nicht durchgezogen, sondern eigentlich einzelne Punkte oder Balken. Interessiert niemanden. Die kleinste Anzahl, die auftreten kann, ist 0. Weniger als 0 rote kann ich nicht ziehen. Und die größte Anzahl ist natürlich n, sprich mehr als 50 rote kann ich natürlich nicht ziehen, weil ich ja maximal 50 Gummibärchen ziehe. Der häufigste Wert, den ich erwarte, nirgends gefragt, berechnen Sie ihn bitte trotzdem. Der Erwartungswert ist ja bei einer Binomialverteilung n mal p, also 50 mal 0,3. Wenn Sie das eintippen, kommt 15 raus. Das heißt, ich erwarte im Schnitt 15 Gummibärchen. Entschuldigung, 15 rote Gummibärchen. Eben der Sinn der Aufgabe wird später sein, einfach zu berechnen, was ist der Annahmebereich, was ist der Ablehnungsbereich. Der Annahmebereich wird sein, wir springen jetzt ein bisschen vor zur Teilaufgabe B, die Wahrscheinlichkeit von mindestens 98%. Heißt, die Sicherheit ist 98%, das heißt also umgekehrt, die Irrtumswahrscheinlichkeit ist 2%. Bedeutet also schon mal automatisch für mich, linke und rechte Rand sind insgesamt 2%, das heißt, der Bereich sind 1% und dieser Bereich sind 1%. Wir suchen nachher die Grenzen. Was Sie sich auch noch vor Augen halten, der Hauptteil, also die Sicherheit, von der ich ausgehen will, ist wie bei jedem Hypothesentest mindestens 98%, das heißt 98% oder mehr. Der Ablehnungsbereich ist also insgesamt höchstens 2%, also sprich jede Seite ist 1% oder weniger. Wir könnten theoretisch gleich anfangen, den Ablehnungsbereich und den Annahmebereich zu bestimmen, machen wir gleich. Also, wir berechnen auch jetzt, ohne die Fragen zu beachten, bestimmen wir gleich einen Annahmebereich und Ablehnungsbereich. Dazu gehen wir folgendermaßen vor. Wir wissen, n ist 50 und wir wissen, p ist 0,5. Sie nehmen Ihren Taschenrechner, tippen die Binomialverteilung ein, natürlich kumulierte Binomialverteilung, also die Summe aller Binomialwahrscheinlichkeiten, das finden Sie beim Texas Instruments Taschenrechner unter dem Befehl Binom CDF und beim Casio finden Sie es je nach Modell unter BCD oder Binomial CD. Auf jeden Fall kumulierte Binomialverteilung. Und jetzt suchen Sie, ich habe es in vergangenen Kapiteln und Konfidenzintervalle schon mal erklärt.
Ich wiederhole mich jetzt also, ohne Ihnen zu sagen, warum. Sie machen immer Folgendes. Sie suchen die kleinste Zahl, also den kleinsten x-Wert, deren Wahrscheinlichkeit noch unter 0,01 liegt. Und dann haben Sie die Zahl links von der Grenze, also sprich, Sie haben die rechte Grenze von diesem Ablehnungsbereich. Und danach, um die rechte Grenze zu kriegen, suchen Sie die kleinste Zahl, deren Wahrscheinlichkeit gerade noch über 99% liegt. Warum 99%? Sie ziehen von den 100% diese Wahrscheinlichkeit von diesem Ablehnungsbereich ab. Also 100% minus 1% sind 99%. Sie suchen also die kleinste Zahl, sprich den ersten x-Wert in der Tabelle, dessen Wahrscheinlichkeit gerade über 99% geht. Und dann haben Sie auch wiederum die Zahl links von der Grenze, sprich Sie haben die rechte Zahl vom vom Annahmebereich, vom Hauptintervall. Sie werden jetzt feststellen, zur linken Grenze. Wenn Sie x gleich 7 betrachten, bei 7 ist die Wahrscheinlichkeit noch unter 1%. Das heißt, wenn Sie also die Wahrscheinlichkeiten aller Zahlen kleiner gleich 7 betrachten, die ist noch 0,007, also kleiner als 1%. Die nächste Zahl jedoch, x kleiner gleich 8, also die Summe aller Wahrscheinlichkeiten ist 8, die ist bereits größer als 1%. Die ist ungefähr 0,18 und ist damit größer als 1%. Und damit ist diese 7 die letzte Zahl vom Ablehnungsbereich. Also eben nochmal, die größte Zahl, deren Wahrscheinlichkeit gerade noch unter 1% liegt. Das ist die rechte Grenze vom Ablehnungsbereich. Also in dem Fall weiß ich, der Ablehnungsbereich, schreiben wir es mal dahin, Ablehnungsbereich geht also von 0 bis 7 und dann habe ich ja noch mal einen rechten Ablehnungsbereich, das heißt vereinigt mit, jetzt brauche ich die rechte Seite noch, dazu betrachten Sie eben die erste Zahl, deren Wahrscheinlichkeit bereits über 99% liegt. Und Sie werden zum Beispiel feststellen, bei x gleich 22 ist die Wahrscheinlichkeit noch unter 99%. Sie werden nämlich sowas erhalten wie 0,988 ungefähr, also kleiner als 99%. Die ist also uninteressant, die interessiert nicht. Die nächste Zahl jedoch, das heißt die Summe aller Wahrscheinlichkeiten ist 23, die ist schon über 99%. Da werden Sie 99,4 in etwa rauskriegen, das ist über 99%. Und deswegen ist diese Zahl, die 23, die letzte Zahl vom Annahmebereich. Das heißt, der Ablehnungsbereich geht logischerweise bei der nächsten Zahl los, also von 24 aufwärts. Mein Ablehnungsbereich beginnt also wieder der rechte Teil bei 24 und endet logischerweise bei 50, weil mehr als 50 rote kann ich ja nicht haben. Ich habe damit einen Ablehnungsbereich und damit weiß ich automatisch den Annahmebereich. Das quetsche ich jetzt noch darunter. Der Annahmebereich, der geht natürlich logischerweise von 8 bis 7 ist ja der Ablehnungsbereich. Also beginnt der Annahmebereich bei 8 und wenn der Ablehnungsbereich bei 24 beginnt, ist logisch, der Annahmebereich endet damit bei 23. Damit, mit dieser Info, habe ich eigentlich die komplette Aufgabe zu drei Viertel schon gelöst. Und ich habe die Fragen, um ehrlich zu sein, noch nicht einmal beachtet. So, okay. Diese Schreibweise mache ich jetzt weg. Wir brauchen einen Platz. Und jetzt beginnen wir mit den Fragestellungen. Die Nullhypothese und die Alternativhypothese. Dafür brauche ich K
keine Rechnung. Das hätte ich als allererstes machen können, ohne überhaupt irgendetwas zu berechnen. Die Nullhypothese heißt immer die Wahrscheinlichkeit, von der ich ausgehe. Ich gehe davon aus, dass 30% der Gummibärchen rot sind. Das heißt, meine Wahrscheinlichkeit von, nennen wir es mal, x gleich k oder wie Sie es formulieren wollen, oder einfach nur p gleich 0,3. Und Sie werden nicht glauben, was die Alternativhypothese ist. Halten Sie sich fest, die Alternativhypothese oder Gegenhypothese, je nachdem, wie Sie es nennen, lautet die Wahrscheinlichkeit, dass x, man kann es auch so formulieren, p von rot einfach. Vielleicht gefällt Ihnen das besser. Ist nicht 0,3. Jetzt sind Sie baff. Das war also die A. Wie gesagt, für die A brauche ich keine Rechnung. B. Teilaufgabe B, da ist es so, da brauche ich zum ersten Mal diesen Ablehnungsbereich und Annahmebereich. Sie können sicher sein, so etwas wie die Teilaufgabe B, der werden Sie immer begegnen im Hypothesentest. Jetzt erst kommt diese Zahl von den 8 Roten ins Spiel. Und jetzt sage ich, diese 8 Roten, muss ich wissen, liegen die im Annahmebereich oder liegen die im Ablehnungsbereich? Sprich, im Annahmebereich heißt, ich nehme diese Hypothese von 0,3 an. Wenn die 8 im Ablehnungsbereich liegt, heißt es, ich nehme die Hypothese von den 0,3 nicht an. Also, gucke ich, die Zahl 8 liegt ja im Annahmebereich. Daher nehme ich die Hypothese, dass 30% rote sind, an. Also, wie schreiben wir das auf? Unmathematisch. 8 liegt im Annahmebereich. Annahmebereich. Daraus folgt, was war gefragt, kann mit einer Wahrscheinlichkeit von bla bla bla. Ja, man kann davon ausgehen. So, ich habe mir jetzt bei der Schrift nicht viel Mühe gegeben. Das heißt, denken machen Sie da eigentlich nicht mehr viel. Sie nehmen einfach die Zahl, schauen, liegt sie im Annahmebereich oder im Ablehnungsbereich und damit wissen Sie, daher kommen auch die Worte Annahme oder Ablehnungsbereich. Und daher lehnen Sie jetzt die Hypothese von 30% ab oder Sie nehmen sie an. Anschaulich, was haben wir jetzt also gesagt? Ich sage, ich erwarte ja üblicherweise 15% rote Gummibärchen. Jetzt ist aber klar, es kann ein bisschen abweichen. Es kann also sein, dass etwas weniger oder dass etwas mehr als 15 rote drin sind. Bei 8 rote ist schon fast die Hälfte von den 15, die ich normalerweise erwarte. Da stellt sich mir also wirklich die Frage, sind die Maschinen jetzt defekt oder habe ich einfach nur Pech gehabt und es könnten zwar noch 30% sein, aber ja, ich habe halt einfach Pech gehabt, es waren halt weniger rote als normal. Und in diesem Fall sage ich jetzt also, okay, die Maschinen sind in Ordnung. Es könnte also normalerweise tatsächlich sein, dass normalerweise 30% rote sind. Nur in diesem Fall habe ich jetzt mal Pech gehabt, das sind schon etwas weniger als die erwarteten 15 roten. Ja, toll. Also eigentlich ist das die Antwort auf die Frage B. Frage C, der Fehler erster Art ist immer die Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich. Es ist in etwa so groß wie die Irrtumswahrscheinlichkeit, also in etwa so groß wie die 2%, also die 1% plus die 1%. Die Frage ist natürlich nur, was heißt in etwa, das ist ein dehnbarer Begriff. Also muss ich es ausrechnen. Das heißt, ich rechne, ich schreibe das noch nicht mit rot, ich schreibe es mit schwarz wieder. Ich berechne die Wahrscheinlichkeit also vom Ablehnungsbereich, also die Wahrscheinlichkeit von 0 bis 7. Plus der Wahrscheinlichkeit von 24 bis 50. Also, die Wahrscheinlichkeit von 0 bis 7. Sie nehmen Ihre Binomialverteilung, die kumulierte wieder, also die Tabelle, die Sie schon vorliegen haben, schauen, was haben Sie bei 7 für eine Zahl,
Da kommt in etwa raus 0,0073. Und damit wissen Sie, die Wahrscheinlichkeit von diesem Teil, sprich vom linken Teil des Ablehnungsbereichs, ist 0,007. Die Wahrscheinlichkeit des Bereichs von 24 bis 50 fast alle Taschenrechner können nicht die Wahrscheinlichkeit bei 24 beginnen und irgendwo enden. Die können immer nur bei 0 beginnen. Also mache ich Folgendes. Wenn ich die Wahrscheinlichkeit von 24 aufwärts haben will, ich sage, die Gesamtwahrscheinlichkeit von 0 bis 50 ist 1 und davon ziehe ich die Wahrscheinlichkeit von 0 bis 23 ab. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, wieso. Eben, ich will ja die Wahrscheinlichkeit von 24 aufwärts haben. Also nehme ich alle Zahlen von 0 bis 23 und ziehe die einfach von 100% ab. Hier werden Sie feststellen, die Wahrscheinlichkeit von x kleiner gleich 23, die liegt so ungefähr bei 0,9944. Sprich, Sie schauen wieder in Ihre Werttabelle, bei 23 haben die 0,994. Und damit wissen wir jetzt, da oben die Wahrscheinlichkeit ist 0,0073, also von dem Bereich, plus die Wahrscheinlichkeit von dem Bereich 0,9944. Rechnen Sie zusammen, kommen auf eine Wahrscheinlichkeit von 0,013. Und das ist jetzt der Fehler erster Art. Achso, er heißt auch Alpha-Fehler, Entschuldigung. Es kann sein, dass Sie nicht unter Fehler erster Art kennen, sondern unter Alpha-Fehler. Also eben, das war die Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich. So, und jetzt sind wir glücklich.